Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wolfenstein The New Order. Das letzte Mal habe ich mich mit dem Tunnelgleiter leicht verfahren, habe aber dann doch den richtigen Weg gefunden und nun geht's dabei, einen Zug zu klauen, zu überfallen oder was auch immer, denn da befinden sich viele leckere Munition und dann geht's dem Widerstand endlich mal vernünftig an den Kragen. Aber um jetzt mal ganz genau zu wissen, was eigentlich unsere Aufgabe ist, gucken wir wieder einmal unser ganz bekanntes Journal. Berliner Katakomben. Ich bin in der Kanalisation von Berlin. Die Luft ist hier unten feucht und faulig. Riecht, als sei etwas in den Arsch des Staatsoberhaupts gekrochen und darin verwest. Caroline hat einen grandiosen Plan, der mich an den Bord eines Atomboots bringen soll. Zuerst muss ich einen Weg in die Katakomben finden und einen Zug klauen. Wie ich schon gesagt habe, wir klauen einen Zug. Alles klar, kein Thema, geht los, läuft. Kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe zwar noch keine Idee wie, aber bis jetzt hat ja immer alles irgendwie geklappt. Ne wahr? Ja, wie man hier wunderschön sehen kann, alles zu, alles kaputt. War ja irgendwie logisch. Na dann, machen wir mal ein bisschen was auf, wa? Tada! Dann gucken wir doch mal, wann hier ein Zug vorbeikommt. Na, hier wohl eher gar nicht mehr, wa? Offensichtlich nicht. Dann kommt der Zug bestimmt von der anderen Seite. Oder hier geht es vielleicht weiter. Nein, hier geht es nicht weiter. Na dann, gucken wir doch mal, was hier noch so alles rumkreucht und fleucht. Ah! Oh, Ramonas Tagebuch. Sehr nice. Okay, hier spalten sich die Wege. Was haben wir denn hier? Oh, hier laufen so kaputte lang. Ob wir die nochmal irgendwie platt kriegen, ohne erwischt zu werden? Das wäre nice. Aber ich sehe leider auch gerade keinen, deswegen ist es blöd, sich da irgendwo anzuschleichen. Aber das kann ja so schwierig eigentlich da hinten. Ist er das? Da hinten ist er. Na dann. Das darf uns bloß nicht erwischen lassen. Der steht da oben und guckt. Ich könnte jetzt mit einem Schuss erledigen und weiß ganz genau, dann gibt es Ärger. Oh nein, da hinten laufen noch mehr von den Freaks rum. Ah, ich hasse es. Ha! Grandiose Idee, dann gehen wir doch einfach unten lang. So werde ich garantiert nicht erwischt. Es sei denn, hier unten laufen auch nochmal Leute lang. Ich wollte gerade sagen, kann ich nicht von unten erschießen, aber ich glaube, das fällt auf. So, und gleich stehe ich genau unter ihm. Und dann kann ich ihn nicht töten. Und etwa doch? Da ist er. Ich könnte auch einfach hier die Treppe hochgehen und ihn dann einfach erdolchen. Nein! So close! Na super! Das hat ja wieder professionell gut geklappt. Hunde? Fuck! Noch mehr Hunde! Wow! Oh, ich habe Pistolen hier unter der Bedingung. Ich hab dich schon gesehen.
Au! Bleib liegen, Junge. Au! Voll nicht witzig. Besser. Ja, warum mein Jagung? Au! Na super. Keine Muni mehr. Oh. Was ein Scheiß. Und jetzt? Abhauen. Genau, weg da, sonst kann ich nicht schießen. Bam! So. Und jetzt habe ich ein Sturmgewehr. Und jetzt wird aufgeräumt. Das war voll ungut eigentlich. Jetzt muss ich mich mit diesen ganzen Leuten abgeben. Ich glaube, der hat keinen Kopf mehr. Sachen gibt's. Immer diese kopflosen Leute, die Alarm schlagen müssen. Bisschen frech auch. Aber naja, mein Gott. So, kann ich jetzt in aller Ruhe Muni einsammeln, ja? Mann, oh Mann, oh Mann. Was für eine Aufregung. Das und diese Uhrzeit. Ach. So. Ich habe hier doch bestimmt noch irgendwo Muni liegen gelassen, oder nicht? Oder habe ich die schon alle aufgesammelt? Nein, natürlich nicht. Hätte mich auch ein bisschen gewundert. Zack! Ach, sogar noch mehr Muni. Nice. Und Schilde. Noch mehr nice. Ja, dann. Nicht ganz so nice. Oh! Wechsle das Gleis. Aha. Der Zug bewegt sich nicht. Der Zugcomputer will, dass ich das Gleis wechsle. Was immer du sagst, Computer. Okay. Okay. Das heißt, ich muss jetzt irgendwo diesen Kontrollraum finden. Hier ist schon eine Tür offen. Das ist schon mal ganz cool. Hier geht's nur autorisiertes Personal. Übertreter werden getötet. Okay. Dann übertreten wir aber nicht, damit wir nicht getötet werden. Wow. Enigma-Code-Fragment. 3 von 8. Oh, und Health. Und mein aufgeladenes Limit erreicht Gedönse. Und noch eine Waffe. Und noch mehr Muni. Und noch mehr Messer. Ich plädiere für gute Ausrüstung. Hier geht's auch nicht weiter. Hä? Ah. Ja, schon wieder. Wie ich keine Munition mehr hatte und es nicht gemerkt habe. Ja, nobody is perfect.
Das kriegen wir normal hin. Das geht. Das sah gut aus. Jetzt muss die Frage, von wo fange ich an? Nicht wirklich. Dann gehe ich diesmal hier lang. Wow! Noch mehr Signale. Ey, hier gibt es ja 1000 Abzweigungen. Ach so, und hier geht es nicht weiter. Dann gibt es doch nur eine Abzweigung. So, nu versuche ich mich mal halbwegs intelligent hier irgendwo lang zu schleichen. Das scheint ja sogar halbwegs gut zu funktionieren. Das ist ja nice. Aber wo sind jetzt diese beiden Generäle? Nicht, dass die mich jetzt noch sehen. Das wäre natürlich echt bitter. Hallo? Hallo? Scheibenkleister. Weißt du Bescheid, Hund? Weißt du auch Bescheid? Okay, so ganz offensichtlich. Wahrscheinlich da nicht so ganz fehlerfrei drum rumzukommen. Mann, oh Mann, Leute. Benehmt euch. Wo ist jetzt der Alarmschlagende? Ah, die Pistole ist echt nicht schlecht. Hätte ich gar nicht erwartet. Ja, fast schon besser als das Gewehr, ey. Richtig nice. Wer schießt denn da? Komm aus deinem Versteck, du Rüpel! Rüpel aus deinem Versteck, du komm! Wo bist du denn? Au, 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 au! Da oben! Granate! Mann! Alter! Junge! Und hier komme ich nicht hoch. Das ist ja auch ein bisschen assi von denen jetzt. Ach, und da oben ist. Da unten ist bestimmt das Kontrollzentrum. Au, au! Habe ich mit dir geredet? Nein, habe ich nicht. Seh dich. Ich sah dich. Matsch. So, jetzt muss ich wohl oder übel auf das Sturmgewehr zurückgreifen. Au! Da hinten ist ja noch einer. Korrigiere. War. Ach, wie er da hängt, ist ja niedlich. Naja. Muss man nicht machen. Kann man aber. Und nu, nachdem ich wieder gnadenlos gefailt habe, knüpfe ich mir
dieses kleine lustige Viech hier vor. Und tot. Schon wieder. An der gleichen Stelle. Was ist da los? Naja, ist ja kein Thema. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Alles locker. Zweimal an derselben Stelle gestorben. Hey, da gibt's ganz andere Stellen. Da bin ich schon viel öfter gestorben. Gut. Dann können wir also da hinten nichts erreichen. Wohl hier lang zu gehen ist auch total dämlich. Das hat letztes Mal auch nicht so geil geklappt. Die goldene Mitte bringt jetzt auch nicht so viel. Schneller nicht mit dieser Waffe. Oh! Natürlich schlägt der Alarm. Ey! Der konnte nicht mal was sagen, da war er schon tot. Platsch. Matsch. Kommen wir wieder zurück zu den guten alten Pistolen. Schnell und zuverlässig. Komm aus deinem Versteck, Junge. Ich hab dich schon gesehen. Dieser Scheißhund! Man schießt nicht von hinten auf angezogene Leute. Verstärkung! Schickt mir Alarm! Was seid ihr denn für eine Verstärkung? Ihr könnt ja nichts. Hieße, der kann auch nix. Was war das denn? Sogar von hinten platt gemacht. Oh, hier, der General lebt noch. Den können wir auch ganz schlecht warten lassen. Der muss ja noch irgendwo rumlaufen mit seinem Headset. Und das in den 60ern. Ich frage mich gerade, ob das zeitlich überhaupt angemessen ist. Waffen! Waffen, Waffen, Waffen! Waffen, Waffen, Waffen! Und Rüstung. Oh ja, das sind große Waffen. Hat er nichts liegen gelassen, das Schwein? Ein bisschen frech ist das schon, oder? Na, wenigstens er hier. Wo versteckst du dich? Ja, das hatten wir ja eben schon. Wenn du Schwierigkeiten hast, den Zug zu starten, steht der Schalter für die Schienen in der falschen Stellung. Es gibt einen Kontrollraum in der Nähe. Von dort aus kannst du... So, jetzt müssen wir einfach mal in den Kontrollraum kommen. Aber da hinten... Waren jetzt da oben noch ein paar Typis oder nicht? Doch, die liefen doch da oben lang, oder? Und jetzt sind keine da. Strange. Genau, hier geht's nicht weiter, deswegen komme ich da nicht hoch. Genau wie hier. Also hier kann ich zwar durchgehen, aber dadurch komme ich nicht da hoch. Zumindest hier auch nicht. Aber hier kann ich wenigstens die Muni mitnehmen. Und das Health Package. Und die Muni. Und die Messer. Ob ich mal so einen One-on-One-Angriff ausprobieren sollte bei diesem komischen Freak da hinten. Ne, guck an, hier oben sind auch keine mehr. Oh, kann ich hier rüber nach oben?
Oder hat das hat doch bestimmt damit was zu tun. Nur was soll ich bestimmt nicht. Wenn man sich auf das Falsche konzentriert, ne? Na gut, egal. So, jetzt abhauen. Kann ich nämlich hier wieder in Ruhe aufladen. So. Und wieder aufladen. Und wenn der... Bäm, Junge! So geht's. Ein bisschen Schilde mitnehmen. Jetzt einmal richtig schön. Bautz! Genau. Richtig geil. So, aber jetzt kann ich auch bestimmt diesen Schalter weiter hebeln. Ach, der macht hier das Tor hoch. Bitte Abschnitt 31 beachten. Okay. Oh, jetzt ich habe die fette Waffe nicht mitgenommen. Oh nein! Wie ärgerlich ist das denn? Achtung, Schimmel. Aha. Hey, liegen da oben Waffen? Wie komme ich denn da hin? Jedenfalls nicht hierüber. Oh, eine Tesla-Granate. Werkstatt. Nur autorisiertes Personal. Okay, und hier? Ha, ich kann die Tür von der anderen Seite aufmachen. Richtig gut. Aber, wie es ausschaut, muss ich wohl nach oben. Okay, geht's nicht weiter. Boah, ist auch ganz schön grelles Licht, alter Schwede. Die guten Hauptstadtmädels, alles klar. Ach, jetzt bin ich da oben. Ach, und hier ist der Schacht. Na, das ist doch cool. So, Schrotflinten und ein Medipack. Na, das hat sich doch gelohnt. Haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Tatsächlich. Mundi, Mundi, Mundi. Und Messer, Messer, Messer. Dann kann ich oben zum Kontrolltrom. Ach, und unten liegt die coole Waffe. Und noch mehr Muni. Und noch mehr. Und ein Enigma-Code-Fragment. 3 von 9. Zack! Ich werde bereits erwartet. Richtig nice. Oh, das klingt gar nicht gut. Wo sind sie? Oh nein. Jetzt weiß ich, wieso ich die Schrotflinte bekommen habe. Au, Funk! Oh nein, jetzt habe ich von dem Ding keine Muni mehr. Und hier laufen sie überall rum. Das heißt, ich komme an die coole Waffe nicht ran. Das bedeutet aber auch, dass ich keine Muni mehr habe für die Schrotflinte.
So nicht, mein Freund. So nicht. Ach so, natürlich. Oh, hier geht's runter. Ging's das vorher auch schon? Ah, eine Rüstung. Geil. Lass mich raten. Jetzt stehen hier auch Leute. Wow! Leute, ich finde, ihr übertreibt ein bisschen. Wie soll ich den denn platt machen? So viel Muni habe ich doch gar nicht. Nur eine einzige Tesla-Granate? Das ist ein bisschen sehr wenig. Und keinen getroffen. Ein Könner. Oh, gleich der nächste dahinter. Ich glaube, ich brülle. Hau! Sehr gut. Kann ich von ihm hier wenigstens die Muni mit? Jawohl. Alter, ich wollte gerade sagen, er hat nichts daran, dass unter dieser scheiß Tyrann rumläuft. Kann ich denn wenigstens von der anderen Seite die anderen Schrotflintenfreaks platt machen? Das wäre eine super Sache irgendwie. Au! Ja, ich hab's begriffen, Junge. Ach, das ist nur noch er? Das war ja lustig. Ja. War ähnlich lustig. Alter. Wie soll ich die denn platt kriegen? Hauptsache, da stehen zwei Stück von. Oh, das kann sich ja um Stunden anmelden, dass es so weitergeht, bis ich keine Muni mehr habe. Ach so, ich habe auch nur noch 20 Health. Weißt du, da hinten liegt die geile Waffe. Aber wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann falle ich runter und bin tot. Ach, das ist doch scheiße. Da liegt ja so eine fette Waffe rum und ich kann sie auch nicht mehr benutzen. Wie deprimierend ist das denn? Ah.
wann gehen die denn endlich drauf? Ich könnte natürlich auch... ja, könnte man das ausprobieren? Wenn ich wüsste, ob ich genug Zeit habe, das Ding dann aufzumachen. Und dann geht's wahrscheinlich nicht. Das ist mir zu riskant. Na los, komm her. Es war so klar, ich habe keine Muni mehr. Da bringt mir auch ein Akimbo-Modus nichts. Und mit der Pistole? Naja. Es ist albern. Nein. Und wieder draufgegangen. Sowas Ärgerliches. Naja, mein Gott. Ich hab's versucht, da muss ich mir eben was anderes ausdenken. Na, wenigstens fange ich nicht ganz von hinten an. Alles klar. Doch, wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Ich hatte meinen auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen rauf. Gebt mir auch ein Abo, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und so weiter. Ihr könnt mir auch gerne Kommentare da lassen. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik. Und dann bleibt mir noch zu sagen, ich bin Le Chris. Das war Wolfenstein The New Order. Ich freue mich auf ein nächstes Wiedersehen. Ich verabschiede mich und sage... Chosen!